So, jetzt geht's wieder weiter mit Super Mario RPG für die Nintendo Switch. So, wir haben vier Sachen gekriegt. Also vier Hinweise haben wir gekriegt. Einmal, es ist ein N drin, man kann es im Meer finden. Es sind zwei Sillen und kleine Dinge im Meer. Ups. Ich verstehe hier überhaupt nichts. Okay. Wir haben wir nicht alle Münzen eingesammelt. Kann auch sein. So, Hinweis von der Suchtop Onyx. Das Kennwort ist der Name von etwas, was sehr viel hohen Wert hat. Sehr teuer. Das Meer finden. Kleine Dinge im Meer, zwei Silben. Teuer. Korallen haben ein N. Oder zwei. Ah, okay. Verstehst. So, Hinweis des vierten Fahnentrupps. Das Kennwort ist ein. Ist in der Mehrzahl. So wie Münzen. Ankern. Acker. Okay, Ankern, das ist ein schlussendes Beispiel.
Aber Münzen ist ein gutes Beispiel. Rosa. Lol. 1-1. 1-1. Hm. Dann kriegst du ein bisschen KP. Ich speier hier lieber. Also, auf das R folgt ein R. Kennst du das Passwort? Dann gib die 6 Buchstaben ein. Nicht. Warte mal. 6 Buchstaben. P, E, R, L, E, N. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perle. Perlen. Mehrzahl findet man mehr. Sind kleine Dinge, sind sehr teuer. Und R und L sind nebeneinander. Und ist ein N. Ja. Und hier ist es ein P. Hier ist ein E. Hier ist ein R. Peter Buchstabe ist ein L. Dann E. Und hier ist ein N. Perlen, ja. Gut gemacht. Der Weg ist frei, doch erst musst du an mir vorbei. Okay. Nein. Gruppenkuscheln? Lohnt sich nicht. Okay. Kein Gruppenkuscheln? So, Technik. Gedanken lesen. Dark Tentakel. Feuer, Flucht, Gift. Komm mal bloß nicht mit Feuer. Ich will nicht filtriert werden. Aha! Geil. Nein! Und wieder ein Tentakel, okay. Ah, ich hätte es nicht mal jemand anderes nehmen können. Ja, ich nehme lieber das.
Weil so ist es schlauer. Gedanken lesen. Technik. Da. Feuer. Okay. 800. Ihr Schiff gehört mir. Zieleine. Ultrafeuerball? Ultrafeuerball. Okay, so Mario ist auch weg. Okay, Mario ist wieder da, okay, das ist gut. Haben wir es besiegt? Ja, haben wir es. Wir haben fast unsere Combo, also hier 99%. Okay, jetzt ist die Frage: Monsterhebel. Haben wir hier alles? Nein! Welcher Tentakel? Lol. Really? Das heißt also, wir müssen wieder die Geld ausgeben. Hallo, wurscht. Hä? Können wir die nicht treffen oder was? Wenn wir nicht stehen, machen wir einen Fall davor. Okay. Jetzt drauf springen. Exasu! Ein Exasu, genau. Das Rätsel war schon ein bisschen tricky. Haben wir auch schon gehabt. Wieso gibt's immer nur... zwei Gegner.
Okay, hier sind wir mehrere. Hexer zu. Wieso Glück? Wieso Glück? Andere Leute wollen doch. Ja. Das ist die Frage, ne? So ein Spot, wo immer welche kommen. Wenn ja, dann würde ich weitergehen. 3, 1, 1. Ja. Nee. Aber wenn wir Gegner haben, dann können wir die auch ausrüsten. Natürlich ist es ein bisschen langweilig mit dem Let's Play, aber es gehört dazu. Deswegen. Und ich habe mir auch beschlossen, auch Anfang des Let's Plays hier, dass ich keinen Zeitdruck haben will. Einfach kein Zeitdruck. Aber so viel Zeit, wie ich brauche für das Spiel. Und kämpfen wir irgendwann dazu. Oder habt ihr Zeitdruck? Ja. Oh. Nein, ich will da nicht rein. Wow.
Gibt welche? Hier ist es auch wegdrücken. Um schneller, schneller, schneller. Ich weiß nicht mal, welches Spiel danach kommt. Nach Super Mario RPG. Und vielleicht kommt kein Spiel. Vielleicht werden wieder zwei Parts rauskommen. Einmal auf neue Konsole und einmal Retro-Konsole. Oder vielleicht kommt ein Spiel raus, was mich interessiert, was ich wieder spielen will. Deswegen. Man weiß es nicht. Ultra Feuerball. Ja, hier sind zwei Angriffe, okay. Peach hat auch Level Up. Was für ein Zufall. Was für ein Zufall. Glück. Also das mit dem Glück ist immer ein bisschen doof. Malova. 18. Bernstampfer. Eine Schärfschnippe. Drücke beim Gegner korrekt A für einen weiteren Treffer. Drei Angriffe. Malova, du wirst ein Tier. Okay, sag. So, Technik. Blitzgewitter. Alle. Flucht. Schon ganz schön stark, was? Als Kind. Okay.
Schutzbutton erhalten. Schutzbutton. Schutzbutton. Also ich verstelle Verwandlung, Pilz, Vogelspeicher, Flucht, Schlaf, Gift. Überall uns eine Verschlechterung. In Schule. Haben wir auch schon? Ja, dafür geht es. Zu spät gedrückt. Und Bosa! Bosa, 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 Bosa. Drei Magiestärke. Ja, dann nehmen wir das mit. Wozu ist eigentlich das da? Warte mal, hier eigentlich hoch. Achso, okay, so kann man da hochkommen. Was Mario alle KP kriegt.
Okay. Hexer so. Also. Aber ich kann es verstehen. Aber so langsam sind ja die Kämpfe nicht. Mario hat wieder voll einen PP. Das ist geil. Das ist gut. Das ist gut. Ich wollte fast eine Heilung reindrücken. Mario. Oder so. Okay, wieder die Constellation. Ein starker Arsch. Ah. Ich muss ihn zuerst wegmachen. Und dann kann ich ihn mit Gewitter machen. Siehste? So macht man das. Okay, zwei noch. Was nicht? Warum man sich über Glück freut. Also ja klar, doppelte Erfahrungspunkte, bla bla, ist halt auch PP, aber... Verliere mal. Okay. Nur wieder kam wir her, ja. Da kam wir her.
Ah, was geht denn hier vor? Wer bist du? Wie bitte? Stern sucht ihr? Gerne doch. Wir lassen euch jetzt Sterne sehen. Ihr hättet sowieso Pech gehabt, die Landratte. Wisst ihr auch. Wieso? Weil alles, was mir fällt, nämlich rechtmäßig den großen Johnny, unser Captain, gehört. Klar soweit? Ihr trocknet Tupfer. Und jetzt gebt unseren Schatz. Sonst heißt Kiemen, ihr Schiffschleicher. Okay. Ich liebe die Farbe Rot. Ah, geil. Level 18. 1-1. 3 Angriffe. Let's go. Oh, ihr seid stark. Als es den Anschein hat. Wir sagen es besser mal zum Robotdeck Bescheid. Los mit euch. Wieso spricht er hier nicht rein? Aber ich würde sagen, wir beenden den Part auch hier. Ich bedanke mich, wünsche euch schon einen Tag. Nicht vergessen, supportet Scamord, deutsche Logo kommt herunterlassen. Und morgen geht's weiter. Also bis morgen. Tschüss.